Hallo meine Freunde des gepflegten Radsportes, willkommen zurück zu einem neuen BC How-To. Diese Woche habe ich mir was ganz Neues ausgedacht und zwar geht es sich um das Pedal. Was gibt es da für Unterschiede? Wie geht das richtig ab? Wie geht es richtig fest? Und das zeige ich euch heute mal. Fangen wir doch einfach mal an mit der Demontage eines Pedals. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Pedal zu lösen, entweder mit einem 15er Maulschlüssel oder mit einem sogenannten Innensechskant, auch Imbus genannt. Ich arbeite am liebsten mit einem Imbus, da ist der Halt ein bisschen sicherer. Und zwar linkes Pedal, Linksgewinde, rechtes Pedal, Rechtsgewinde. Kurzer Nachtrag nochmal zum Rechts-Links-Gewinde. Und zwar, das dient nur einem Zweck. Wir haben das Problem, wenn wir jetzt die Kurbel drehen würden, in diese Richtung, würde sich das Pedal losdrehen. Durch das Rechts- und Links-Gewinde verhindert das aber. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal genauer angucken und wir hätten nur die Pedalachse in dem Pedal drehen, würden wir mit der Drehrichtung uns die Achse einfach wieder losdrehen. Jetzt haben wir hier drin aber eine Verbindung zwischen Pedalachse und Pedalkörper. Da sind Kugellager zwischen. Und durch die Umkehrrichtung der Kugellagern dreht sich unser Pedal einfach immer wieder ein Stückchen fester in die Kurbel rein, anstatt sich zu lösen. Wir fangen jetzt mit unserem Drehmomentschlüssel an, dass wir den ansetzen, dass der gerade drin sitzt. Der zeigt nach hinten und einfach nur runterdrücken. Dann haben wir das erste gelöst. Ich habe jetzt einen Drehmomentschlüssel, der ist von beiden Seiten benutzbar. Deswegen drehe ich den einfach. Rechtes Pedal, Rechtsgewinde. Selbe Spiel in grün. Sauber ansetzen, Imbusschlüssel nach hinten, runterdrücken und lösen. So, was gibt es noch für Unterschiede? Es gibt nicht nur verschiedene Pedalen, sondern es gibt auch noch verschiedene Kurbeln. Und zwar geht es sich um die Auflagefläche des Kragens vom Pedal. Manche Kurbeln erfordern eine Unterlegscheibe, damit die sich nicht festfressen, die Pedalen. Das ist ganz wichtig. So, ich habe hier auch schon was vorbereitet für euch. Dann ist das ein bisschen einfacher zu erklären. Und zwar besteht die Problematik in der Kurbel und nicht im Pedal. Wir haben Carbonkurbeln mit einem Alu-Insatz, schon ziemlich viele Hersteller momentan haben. Und das Problem ist, dass das Pedal fristig einfach hier drin frisst. Sollte das jetzt auf dem Carbon liegen, platzt das Carbon weg. Deswegen haben die dann Alu-Insatz drin und deswegen braucht man auch diese Unterlegscheiben, damit das Pedal sicher da drin sitzt. Das ist der einzigste Grund, warum es diese Unterlegscheiben gibt. Jetzt haben wir noch verschiedene Pedale. Es gibt einmal die etwas günstigeren Modelle. Das sind diese hier. Die haben diesen Kragen schon von Werk aus mit an der Werkzeugaufnahme dran. An der 15er Aufnahme ist die schon dran. Jetzt gibt es aber auch Plattformpedale, die das nicht haben. Die sehen dann so aus. Bei so einem Modell müsste man die auf jeden Fall in Verbindung mit so einer Kurbel definitiv montieren. Und wenn wir so ein hochwertiges MTB-Pedal haben, dann sind diese Unterlegscheiben meist schon aufgepresst oder aufgeschlagen. In dem Fall hier, man kann das ein bisschen sehen, ist die Unterlegscheibe schon drauf und ich muss die, die bei der Kurbel dabei liegt, nicht mehr benutzen. Und noch als kleinen Montagehinweis für die Leute, die gerade zufällig dieses Pedal und diese Kurbel haben oder ähnliches. Wir sehen, ich habe ja eben gesagt, dass wir diese Unterlegscheibe schon drauf haben, dass wir die eigentlich nicht brauchen. Jetzt brauchen wir die aber wohl noch, weil wir haben hier diese Crankboots drauf und die bauen halt noch mal ein bisschen dicker auf. Und solltet ihr dieses Pedal einfach nur so hier rein montieren, wird der Kragen hier hinten schon im Crankboot schleifen. Das Pedal wird sich nicht mehr gut drehen. Also auch da müsst ihr diese Pedalunterlegscheiben montieren. Bitte achtet darauf, ist immer gut. So, dann schauen wir doch mal, was wir da an unserem Rad verbaut haben, ob wir die Pedalunterlegscheiben brauchen oder nicht. Und zwar haben wir hier eine wunderschöne Kurbel aus Titan, meine Freunde. Jetzt schauen wir uns das Gewinde mal ein bisschen genauer an und gucken, ob wir da diesen Kragen, wo eine Unterlegscheibe reinpassen könnte oder so. Da passt keine rein. Schauen wir uns das Pedal noch an. Da ist auch keine drauf, da wurde auch keine erfordert. Das Einzige, was wir jetzt noch bei dieser Titankurbel zu beachten haben, ist die Montagepaste. Ich empfehle jedem, das Pedal ordentlich mit Fett einzuschmieren und einzusetzen. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Was zu viel ist, quillt über, kann man super abwischen. Bei der Titankurbel bitte immer Titanpaste benutzen, ganz wichtig. Davon reicht auch nur ein kleines bisschen oben am Gewindestift. Eine Sache gibt es noch zu beachten beim Pedal. Ich erwähnte ganz am Anfang, rechtes Pedal Rechtsgewinde, linkes Pedal Linksgewinde. Deswegen sollte man die unter gar keinen Umständen vertauschen. Jeder Hersteller schreibt auch immer drauf, ist es das rechte Pedal oder das linke Pedal. Fangen wir mit dem rechten an. Setzen das erstmal locker an, drehen eine komplette Gewindeumdrehung falsch rum, damit wir sicher sind, dass das auch gerade sitzt und fangen dann an festzuschrauben. So, dann gibt es noch vielleicht einen kleinen weiteren interessanten Trick, wie kriege ich mein Pedal am schnellsten fest. Und zwar, wir stecken es einfach nur rein, achten darauf, dass wir gerade ansetzen und drehen einfach nur rückwärts. Jetzt gibt es auch noch was zu beachten beim Drehmoment und zwar besagt das Pedal 40 Newtonmeter, kriegt grob jedes Pedal. Die einzigen Pedale, bei denen ihr wirklich drauf achten müsst, sind die Leistungsmesserpedalen. Da ist der Drehmoment extrem wichtig. Jetzt nochmal die Frage, wie kriege ich nochmal fest? Rechts, rechts, links, links. Und zwar habe ich mir da ausgedacht, reinstecken, gucken, dass der Schlüssel wieder gerade sitzt und drücken nach unten. Jetzt merken wir auch schon, die Kraft kommt und die 40 Newtonmeter sind erreicht. Drehmomentschlüssel rumdrehen für die andere Richtung, Rechtsgewinde, Kurbelarm runter, festen Sitz in der Imbusaufnahme
Schlüssel wieder waagerecht zeigend nach vorne und runter. Und das war's dann auch schon. Somit ist euer Pedal fest und ihr seid gewappnet für die nächste Tour. So, fasst wieder nochmal zusammen. Was müssen wir beachten bei der Pedalmontage oder Demontage? Also, rechts Gewinde, links Gewinde. Rechtes Pedal rechts, linkes Gewinde links. Unterlegscheibe, brauche ich eine, brauche ich keine. Schaut da immer nochmal genau in die Anleitung vom Hersteller der Kurbel und der Pedalen am besten. Genauso wie mit dem Drehmoment. Das variiert auch immer von Hersteller zu Hersteller so ein bisschen. Aber im Grunde genommen seid ihr mit 40 Newtonmeter immer sicher dabei. Das war es dann auch schon für dieses Mal. Ich hoffe, ihr könnt viel mit den Tipps anfangen und ich konnte euch das Leben ein bisschen einfacher machen. Bis dahin, wir sehen uns.